Wenn du das Gefühl hast, dass du Ein hast, dann schau, dass du alle Türen zum Ein schließt. Zum Beispiel, jetzt nicht du, aber allgemein, ja? Zum Beispiel, du bist jemand, der gerne Sachen postet. Ja, ist ja nicht verboten. Du postest, was du gerade gegessen hast, du postest, dass du mit den Brüdern unterwegs bist, du postest, keine Ahnung, dass du ein neues Auto fährst und so. Wenn du das machst, dann unterlasse es sofort. Du bist mit jemandem befreundet, wo du merkst, der hat böses Auge. Der ist zwar korrekt, der ist lieb, du verstehst dich mit ihm, aber der hat böses Auge. Kann sein. Dann brich den Kontakt ab. Es kann auch sein, dass du selber es einmachst für dich selber. Kann das passieren? Dass du auf dich selber böses Auge machst? Kann passieren. Ja, dass du auf dich selber böses Auge machst. Das geht auch. Oder auf deine Kinder, auf deine Frau, auf dein Vermögen. Deswegen immer Masha'Allah sagen, Tabarakallah sagen, Allahumma barik sagen. Immer. Auch wenn du dich selber siehst, im Spiegel, dein Auto, immer. Damit du dieses böse Auge entfernst. Allahs Hilfe. Ja, Ashab, komm.